Was geht ab, meine Z-Fighter? Osa Ronaldo hier. Und im heutigen Team-Rating-Video haben wir natürlich wieder gute Teams am Start. Deswegen würde ich sagen, wir verlieren nicht viel Zeit und legen direkt los. Das allererste Team ist von Bestmate. Bestmate, vielen lieben Dank für die Einsendung. Bestmate schreibt uns Hashtag Team-Rating. An der Stelle, er hat Team-Rating geschrieben. Mir wäre es lieber, wenn ihr Team Osaru schreibt, aber ich weiß, was ihr meint. Heißt, wenn euch wer tippt oder so, wenn er steht Team Özaru oder irgendwas. Ich weiß, was ihr meint. Hauptsache, die Nachrichten kommen jeden Freitag ein. Mir wäre es aber lieber, wenn sie einheitlich sind mit Hashtag Team Osaru. Aber ja, damit ihr da keine Angst habt, ich weiß Bescheid. Osaru, bist der Beste, mach weiter so, Dankeschön. Ella Trunks ist mit drinne, weil ich keine anderen Super Saiyan 3 habe, der rein kann und der passt einigermaßen zu den Link-Skills. Alles klar. Hashtag mach weiter so, vielen lieben Dank. So, und zwar haben wir hier, okay, wir haben hier Physisch Vegeta drin. Physisch Vegeta an der Stelle eine Alternative, ein OP-Leader. Ihr wisst ja, bei den OP-Leadern geht es mir wirklich immer darum, euch Alternativen zu zeigen. In dem Fall ist Super Saiyan 3 Vegeta eine Alternative zum Super Saiyan 3 Leader in Super Saiyan 3 Bardock. Denn wir wissen, er ist ja der beste Super Saiyan 3 Leader, der metagerechte. Eigentlich nimmt man ihn. Wenn ihr ihn nicht habt, dann gibt es Alternativen. Das ist mir wichtig bei den OP-Leader-Videos, wie das gestern, könnt ihr euch gerne ansehen, dass ich euch da eben Alternativen zeige. Und zwar, das, was ich gestern angesehen habe, war Agility Super Saiyan 3 Bardock, Physisch Super Saiyan 3 Vegeta ist ein anderer und der Tech Super Saiyan 3 GT Vegeta. In dem Fall haben wir Super Saiyan 3 Physisch Vegeta. Er gibt den Super Saiyan 3 Charakteren und Physisch Charakteren Ki plus 3 auf HP 50%. Ihr merkt aber schon, es kommt natürlich nicht rein an den metagerechten Leader in Super Saiyan 3 Bardock, der Leader Skill. Aber es ist eine Alternative, heißt, ihr müsst den Charakter nicht zwingend wollen, haben. Wenn ihr ihn trotzdem spielen wollt, so rum, dann könnt ihr immer noch mit der Alternative euren eigenen Leader wählen als Friend in den Super Saiyan 3 Bardock. Genau, alle Charaktere gehören der Super Saiyan 3 Kategorie an, außer Ella Trunks. Aber Ella Trunks gehört zum Leader Skill von Physisch Super Saiyan 3 Vegeta. Also gibt es hier an der Stelle 6 von 10 Punkten. Die Charaktere sind nicht mehr alle Max Level, nicht alle Awake. Es bleibt von den 6 von 10 Punkten. In dem Setup würde man eigentlich dann, wie gesagt, Int Super Saiyan 3 Bardock als Friend nehmen. Problem ist, Ella Trunks würde dann nur den Leader Skill von einem Physisch Vegeta bekommen, weil er ein Physisch Charakter ist und Bardock gibt ja noch der Int zusätzlich entweder Super Saiyan 3 Charakter oder Int Charakter im Boost. Heißt, Trunks wäre an der Stelle der einzige Charakter, der nur eine Leader Skill bekommen würde. Müsstest du hinwegsehen oder es sei denn, wenn wir uns die Charakterliste ganz kurz mal anschauen, du nimmst einen anderen Charakter mit rein. An der Stelle sage ich schon mal so, du hast im Prinzip alles richtig gemacht, das Team kann man auf jeden Fall so spielen. Nur wollte ich das auf jeden Fall sagen, dass LR Trunks hier nur einen Leader Skill bekommt. Und LR Trunks, wenn wir uns den Graphen direkt mal anschauen, linkt sich eigentlich nicht so doll in dem Team. Ich habe da jetzt Super Saiyan Bardock hingetan, komme ich gleich drauf zu sprechen. Denn LR Trunks gibt fast eigentlich nur Super Saiyan für das ganze Team. Mehr nicht. Also LR Trunks an der Stelle, ich würde ihn eher eigentlich austauschen für einen Supporter. Bardock bekommt an der Stelle auch nur einen Leader Skill, aber er ist ein Supporter und wir sehen schon, er linkt sich dennoch besser als LR Trunks in dem Team. Heißt an der Stelle, LR Trunks würde da irgendwo irgendwie verloren gehen. Ja, er würde keinen Schaden, also nicht allzu viel Schaden machen. Da würde ich eher auf einen Supporter nehmen, statt dann LR Trunks reinzutun, ehrlich zu sein. Oder es sei denn, du erfarmst dir doch einen anderen Super Saiyan 3 Charakter und tust ihn in das Team. Als Beispiel könnte ich einen Physisch Super Saiyan 3 Broly Free to Play, ihn könntest du erfarmen in das Team tun für LR Trunks. Oder den Agility, falls du den SR Super Saiyan Bardock gejobbt ist aus dem Banner, kannst du ihn erwecken zum Agility Super Saiyan 3 Bardock, unseren legendären OP-Leader, und könntest ihn reintun, dann wären alle Charaktere in der Super Saiyan 3 Kategorie und wenn du Int Super Saiyan 3 Bardock als Friend nimmst, bekommt jeder einen Leader Skill. Ist auf jeden Fall ein Bonus. Das könntest du machen, das wäre mein erster Vorschlag, meine erste Empfehlung. Oder du nimmst als Friend einen Heroes Leader, also einen Charakter, der Supertypes im Boost gibt. In dem Fall würde aber nur LR Vegito Blue in Frage kommen, weil er kein In-Charakter im Team ist. Es sei denn, du tust einen In-Charakter rein für LR Trunks an der Stelle. Dann könntest du einen Tech Vegito Blue mitnehmen, aber in diesem Setup müsstest du dann LR Vegito Blue nehmen. Aber, und zwar, genau, das wären eigentlich meine Vorschläge. Ich muss ganz kurz checken, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte. 1, 2, ja, sieht gut aus, genau. Letzter Vorschlag an der Stelle wäre, es sei denn, du könntest dir noch, also das Team würde an der Stelle so funktionieren, ja, hast eigentlich alles richtig gemacht, nur Vorschläge an dich, entweder holst du noch einen Super Saiyan 3 Charakter, oder du tust einen In-Charakter rein, kannst dann einen Heroes Leader nehmen, in Friend, in dem Fall quasi Tech Vegito Blue. Musst du für dich entscheiden, ob du dann quasi als Friend Super Saiyan 3 Bardock mitnehmen willst, oder einen Heroes Leader mit Vegito Blue, oder LR Vegito Blue, oder Physisch Vegito Blue. Andere Sache ist jedoch, du könntest ja eigentlich auch einen Heroes Team bauen, denn du hast Physisch Vegito Blue als Leader, heißt, also so letzte Opportunity, letzter Vorschlag an dich, wenn alles nicht klappt, dann kannst du ein Heroes Team bauen, dann nimmst du Physisch Vegito Blue als deinen Leader und baust aus deinen besten Charakteren, Heroes Charakteren ein Heroes Team, wenn jeder Typus da vertreten ist, kannst du sogar als Friend Tech Vegito Blue mitnehmen. Alles klar, auf zum zweiten Team, das zweite Team ist von Dr. Kenoi, lieben Dank für die Einsendung, Hashtag Team Osaru, das ist mein Team,
Die in der Mitte und die unteren bleiben in einer Rotation. Okay, kann ich mit meinen Chars mehr rausholen? Schauen wir mal. Und zwar haben wir ein Super In-Team, okay? Heißt, du hältst in der Rotation Super Saiyan Trunks mit Vegeta und Goku mit Beerus, wenn ich das richtig verstanden habe. An der Stelle muss ich schon mal direkt sagen, ich würde das ändern. Ich würde das ändern, weil dann verzichtest du auf jeden Fall auf Super Gogeta in einer Rotation, beziehungsweise auf zwei Super Gogetas mit dem Friend. Wir werden es aber gleich näher betrachten. Schauen uns das Team erstmal an, es ist ein Super In-Team. Alle Charaktere sind in dem Leader-Skill, entsprechenden Leader-Skill 6 von 10 Punkte, also Max Level, Max Awaked, richtig, sind schon mal an der Stelle 8 von 10 Punkte. Genau, aber wie gesagt, ich würde die Rotation auf jeden Fall ändern, weil du verzichtest hier auf Super Gogeta und das würde ich nicht machen. Auch wenn Goku und Beerus sich gut linken, ich werde dir trotzdem eine bessere Möglichkeit zeigen. Genau. Ja, wenn wir uns den Graphen mal direkt ansehen, das Team so an der Stelle würde ich lassen, würde nichts ändern, beziehungsweise kommen wir gleich dazu sprechen. Wenn wir uns den Graphen aber ansehen, dann ist das, was ich meine, ja. Du hast quasi, du willst Vegeta Blue und Super Saiyan Trunks in eine Rotation lassen, kannst du machen, du siehst, sie teilen sich vier Linkskills, aber ich würde das brechen, auch wenn es Vater Sohn sind, wenn sie vier Linkskills teilen, würde ich das trotzdem brechen. Ich würde einen Super Gogeta mit Vegeta Blue in eine Rotation lassen und einen Trunks mit dem Friend Super Gogeta. Warum? Lediglich welchen Vorteil Vegeta, also Vater und Sohn, verlieren in einer Rotation wäre Royal Lineage, wäre Key plus 1. Darüber kann man hinwegsehen, also will ich auf jeden Fall trennen. Eine Rotation Super Gogeta mit Vegeta Blue, in der anderen Trunks mit dem Friend Super Gogeta, weil ihr Potenzial, die Charaktere individuell in einer Rotation sind einfach viel, viel besser als Goku und Beerus. Weil wenn wir uns Beerus ansehen, ganz unten habe ich ihn hingeklatscht, er teilt sich nur mit Pandell, Shattering Limit. Mit Goku gibt er sich drei Links hin, das ist solide, aber mit dem Rest des Teams kaum. Nur Vegeta Prodigies. Deswegen würde ich auf Beerus an der Stelle verzichten und Goku Jr. für ihn reintun, weil wenn wir das betrachten, Goku Jr. an der Stelle teilt sich overall wirklich viel, viel bessere Links jetzt als Beerus mit dem ganzen Team. Pandell ist ein Support an der Stelle. Gott, du kannst auch rausrotieren, wenn er reinkommt. Gibt er solide Links jetzt für die restlichen Units. An der Stelle, wie gesagt, wäre das meine Änderung, weil die Charaktere individuell viel, viel besser sind als Gott und Beerus. Würde ich auf jeden Fall die Änderung machen. Super Gogeta in einer Rotation mit Vegeta Blue und den anderen Friend Super Gogeta mit Super Saiyan Trunks. Und quasi Goku Jr. reintun für Beerus an der Stelle. Und genau, das wären meine Änderungen bzw. meine Verbesserungsvorschläge für dieses Team. Alles klar, und unser nächster Boy ist Future Gogeta, in Klammern David. Vielen lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns, Hashtag Team Osuru, ich wollte mal fragen, ob du mein Team bewerten kannst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Angel, Goku oder Super Saiyan 4 Gogeta reinmache. Okay, kannst du mir helfen, schau uns an. PS, bist der beste Saiyan, dankeschön. Und zwar, okay, hier ist ein Heroes Team, heißt, jeder Charakter ist quasi, gehört zum Leader-Skill, weil jeder Typus vertreten ist in Super-Types, richtig. Also gibt es schon mal 6 von 10 Punkte an der Stelle. Dann haben wir alles in Max-Level, also in Max-Awake. Ja, 8 von 10 Punkten. Okay, zu deiner Frage, ob du Vierfachen Gogeta oder Super Saiyan 3 Angel Goku reintun willst, wenn es die Charaktere ist, die mal aufpoppen und die Charaktere overall ansehen, hast du eigentlich mehr oder weniger alles richtig gemacht. Ja, das Team, das du gebaut hast, kannst du auf jeden Fall spielen. Ist auch ein sehr, sehr starkes Team. Kannst du, wie gesagt, spielen, deswegen würde ich da nicht so mehr drauf eingehen. Worauf ich mehr drauf eingehen will, ist zu deiner Frage, ob du Super Saiyan 3 Angel Goku reintun sollst oder Vierfacher Gogeta. Wir können ja nur einen weiteren Tech-Charakter reintun, weil sonst hätten wir quasi, würde uns ein Typus fehlen. Genau, hier an dich erstmal eine Gegenfrage. Du musst erstmal selbst beantworten, wie du das Team spielen willst. Eher um Vegito Blue herum, falls ja, dann nimmst du Vierfacher Gogeta oder um den Agility Super Saiyan 3 Goku in der Kombination mit Tech Super Saiyan 3 Angel Goku, dann nimmst du den Super Saiyan 3 Angel Goku mit rein. Was meine ich damit? Am besten schauen wir uns da erstmal die Graphen an. Nämlich, ich würde dir hier zwei Teams empfehlen, wie gesagt, aber du musst quasi für dich selbst entscheiden, um wen du mehr herumspielen willst. Team Nummer 1 wäre quasi um Vegito Blue. Warum? Weil, wenn wir Vegito Blue nehmen und mit ihm vierfachen Gogeta in einer Rotation lassen, sehen wir, sie teilen sich 5 Linkskills. Also sie synergieren da wirklich sehr, sehr gut und die zwei Charaktere in einer Rotation, das haut auf jeden Fall rein. Dann würde ich auf jeden Fall aber Super Vegito noch mit reinnehmen und Super Gogeta kannst du zum Beispiel in die andere Rotation reinhauen oder dein Tech Vegito Blue Friend mit irgendeinem der beiden. Auf den anderen Karten, bzw. auf den anderen Plätzen hätten wir noch physisch Seal Tanks als Sealer, als Physikcharakter, weil wir müssen mindestens einen Physikcharakter drin haben für den Leader Skill. Können wir rausrotieren, wie es geht, wenn er reinkommt mit der guten Linkskill, ist ein Sealer, auf jeden Fall nehmen wir ihn mit. Und Super Saiyan 3 Goku GT habe ich noch mit dabei als Supporter. Warum als Supporter? Du hättest eigentlich auch Super Saiyan 4 Goku reinbomben können, aber das Team an sich, die Rotation, das sind schon reichlich gute Charaktere, die viel Schaden machen, weil du bedenkst, dass du Tech Vegito Blue immer mit vierfachen Gogeta in einer Rotation lässt, die teilen sich 5 Linkskills und in einer anderen Rotation hast du
Vegito Blue und Super Gogeta oder Super Vegito und Super Gogeta, das reicht schon vollkommen aus. Deswegen wäre es ja an der Stelle auch angebracht, meinen Supporter mit reinzulassen, der, wenn er in die Rotation reinkommt, die Rotation auf jeden Fall sehr gut vorsorgt. Vor allem auch, weil er Over in der Flash hat. Heißt, wenn du quasi dein Team um Vegito Blue drehen willst, dann nimmst du Vielfang Gogeta rein und das wäre mein Teamvorschlag Nummer Uno. Nummer dos wäre dann an der Stelle, wenn du das um Goku um die zwei Dreifachen drehen willst, wenn du eine dreifachen Combo spielen willst. Denn dann hätten wir ganz klar Super Saiyan 3 Agility Goku mit Super Saiyan 3 Angel Goku in einer Rotation. Sie teilen sich 5 Linkshits und sie hauen wirklich gut Schaden raus. In der anderen quasi müsstest du selbst entscheiden, wenn du Ultra Instinct Goku lassen willst mit vierfachen Goku, kannst du auf jeden Fall lassen. Oder du nimmst Vegito Blue mit rein mit Ui Goku, ist auch gut, teilen sich Over the Flash. Oder mit vierfachen Goku kannst du lassen, wie du willst. Primär geht es mir eben darum, um deine Frage, willst du Angel Goku spielen oder Gogeta? Dann quasi zeige ich dir zwei Teams auf, kannst du dann diese Combo spielen mit den zwei dreifachen Goku, Agility und Tech Angel Goku. Und Pan haben wir jetzt als Supporter. Und genau, wie gesagt, das sind meine zwei Team-Vorschläge für dich. Natürlich könntest du auch in ein anderes Team Gogeta rein tun oder Angel Goku, aber ich habe quasi dein ganzes Team komplett umstrukturiert, je nachdem, was du spielen willst. Ja, du kannst aber auch in deinem Team, so wie du das gebaut hast, mit Super Saiyan 4 Goku, Seedanks, Agility Goku, Super Saiyan 3 Ui Goku, auch einfach Super Saiyan 3 Angel Goku reintun, aber an der Stelle würde ich es eigentlich so lassen, wie das ist, mit Vielfalt Gogeta. Das passt auf jeden Fall so, weil wir haben gesehen, so Vielfalt Gogeta links ja overall wirklich besser als Super Saiyan 3 Angel Goku. Aber wenn du halt wirklich sagen willst, okay, ich will mehr Fokus auf den legen oder auf den, dann habe ich dir quasi zwei Möglichkeiten gezeigt. Okay, und zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk, nämlich, seid ihr bereit? Das Team von Ivan. Ivan schreibt ganz locker und lässig, mein Super Saiyan 3 Team, Hashtag Team Osoru, denn viel mehr muss er auch nicht schreiben, weil was wir hier sehen, ist das optimale Team für die Super Saiyan 3 Kategorie. Und zwar haben wir ganz klar Super Saiyan 3 Int Bardock als Leader, LR Super Saiyan 3 Goku, physisch Super Saiyan 3 Gotenks auf 100%, Tech Super Saiyan 3 Angel Goku, Super Saiyan 3 Goku GT und, ihr fragt euch, was macht dieser Buff Goku, der ist kein Super Saiyan 3 Charakter, aber er ist ein Supporter und er bekommt ja auch nie das, nämlich Int-Type Ki plus 3 HP, den 90%. Und wenn das quasi aus dem optimalsten Team, aus den optimalsten Bildern entnehmen, Shoutout an Reddit natürlich, die Jungs da machen ihren Job auf jeden Fall sehr, sehr gut, dann sehen wir auch, sowohl auch wenn es darum geht, ob das hardest hitting Team ist, als auch ob es optimal ist in Sachen Links-Synergie, ist dieses Team momentan das aktuell beste in der Meta, optimalste Super Saiyan 3 Team. Es kamen ein, zwei Super Saiyan 3 Charaktere hinzu, aber die haben da auf jeden Fall nicht den Hauch eine Chance in das Team zu kommen, aufgrund ihrer Individualität, denn hier sehen wir das 1x1 in Teambau, beziehungsweise in Sachen optimal, denn wie funktioniert das? Wir haben ganz klar zwei Rotationen immer in einem Team und zwei Supporter, die als dritte Charakter reinkommen, um das Team so gut es geht boosten. Und ich finde, im Super Saiyan 3 Team ist es wirklich sehr, sehr gut dargestellt. Denn wir haben hier quasi in der ersten Rotation in Super Saiyan 3 Bardock gepaart mit LR Super Saiyan 3 Goku, teilen sich wirklich sehr solide Linkskills, kommen da auf ihre Ultis ohne Probleme etc. In der anderen haben wir dann Super Saiyan 3 physisch Gotenks mit unserem Friend Super Saiyan 3 Int Bardock, heißt in der Rotation haben wir dann quasi Tech Angel Goku, der, wenn er in eine der beiden Rotationen reinkommt, auf jeden Fall sehr, sehr gut die Rotation mit Linkskills versorgt. Und wenn Goku GT Super Saiyan 3 reinkommt oder Buff Goku, versorgen sie als Support mit sehr guten Angriffboost und Verteidigungsboost und Ki an der Stelle. Und so funktioniert das quasi ja eigentlich simpel gesehen Grundbaustein des Teambuildings. Und ja, das ist halt wirklich so, dass wenn man quasi nach der optimalen Schiene geht, es wirklich immer fast so ist, dass man, wir haben ja 6 Plätze in unserem Team, dass man die 4 Plätze damit belegt, Rotation zu setzen, 2 Rotationen, ja, und dann quasi die letzten 2 Charaktere mit Supportern füllt, mehr oder weniger, ja, Grundbaustein 1x1 quasi des Teambuildings. An der Stelle, Ivan, wirklich Respekt, natürlich ganz klar 10 von 10 Punkte und natürlich an die anderen Jungs, vielen lieben Dank für die Einsendungen. Das war es vom heutigen Team-Rating-Video, ich hoffe, alles hat euch gefallen, wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.